Hi zusammen, ich bin's Anna. Herzlich willkommen zu einem Video. Heute ein sehr ernstes Thema. Es geht darum, dass Homosexualität damals als Krankheit angesehen wurde und dass es heute natürlich nicht so ist. Ich werde euch sagen, dass es nicht so ist und dass es verboten ist. Nicht, was früher gemacht wurde. Ich werde nicht ganz genau darauf eingehen. Es geht auch teilweise hier um die Konversionstherapie. Aber nur darum, dass es verboten ist, gesetzlich, dass es einfach nur auch sehr wichtig ist, dass es gesetzlich verboten ist. Ich sage euch auch die Gründe, die Folgen, die man dadurch auch erleiden kann. Und möchte einmal euch mit diesem Video einfach aufklären darüber. Wir starten jetzt. 1973 wurde Homosexualität aus dem US-amerikanischen Handbuch für psychische Erkrankungen, kurz DSM, gestrichen. Was natürlich lange hinfällig ist, weil es war nie eine Krankheit und wird es auch nie sein. Es ist einfach nur sexuelle Orientierung, mehr nicht. Und es ist einfach nur krass, dass es überhaupt als Krankheit gegolten hat, irgendwann. Seit 1990, auch bei der WHO, passend zur Veröffentlichung des ICD-10, der jetzt auch lange gültig war. Jetzt gibt es auch mittlerweile ein ICD-11, da ist auch natürlich nichts drin. Seit dem ICD-10 ist es auch nicht mehr bei der WHO als psychische Erkrankung gelistet. Also auch da komplett raus. Also die WHO ist euch hoffentlich ein Begriff. Das ist die Weltgesundheitsorganisation und das ist auf jeden Fall ein krasser Schritt gewesen und ganz, ganz wichtig. Und ich bin dankbar dafür, dass es nicht als Krankheit gilt. Und jetzt kommen wir zu dem, was mir selber auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, diese Konversionstherapie. Ich werde nicht sagen, was genau da gemacht wurde. Ich habe darüber mal Berichte gelesen und das ist jetzt nicht das Thema des Videos. Ich werde euch nur sagen, dass es ein Gesetz gegen die Konversionstherapie gibt. Nämlich seit 2020 gibt es ein Gesetz gegen die Konversionstherapie. Wenn man gegen dieses Gesetz verstößt, dann kann man bis zu ein Jahr ins Gefängnis kommen oder mit einer Geldstrafe bestraft. Auf jeden Fall ein ganz klares Zeichen dagegen. Es ist absolut verboten. Ich unterstütze auch komplett, dass es verboten bleibt und es wird auch, denke ich mal, verboten bleiben, weil es absolut schwachsinnig ist. Der Erfolg davon ist null erwiesen, es ist einfach nur eine Pseudotherapie. Ich verlinke euch übrigens auch alle Quellen, wo ich meine Informationen her habe, unten in der Videobeschreibung, ganz wichtig. Aber absolut krank, dass es das überhaupt gab, überlegt euch mal. Da wird ein Mensch irgendwo hingeschickt und es wird probiert, dass man nicht mehr lesbisch ist in meinem Falle. Was wollen die da machen? Die können mich doch nicht zwingen, dass ich mit einem Mann zusammenlebe. Das geht doch. Das ist absolut krank. Oder das geht nicht. Das ist auch nicht nur homosexuelle Menschen, leider Gottes auch transsexuelle Menschen. Das kann man doch nicht ändern, wenn man sich nicht in seinen Körper wohlfühlt, sich mit dem Geschlecht nicht identifiziert. Das kann man doch nichts ändern. Das ist einfach nur krank. Also ich finde es einfach nur krank. Also die Recherche hat mir echt gezeigt, wo ich mir denke, boah krass, das musst du jetzt als Video machen, weil das ist einfach nur absolut krank. Das weiß leider auch nicht jeder, gerade auch die ganzen homophoben Menschen, die haben sich damit nie befasst. Ich habe mich nur damit befasst, weil ich wusste, dass es sowas gab. Und da ich das unbedingt mal sagen möchte, gerade auch mit dieser Sache mit Torik, es ist sehr wichtig, darüber zu reden. Dieses Gesetz gibt es. Ihr dürft euch nicht in so einer Pseudotherapie bei irgendwelchen Heilpraktikern oder von mir aus auch Ärzten, die das anbieten, die das denn, dürft ihr nicht, dürfen die auch nicht anbieten. Es ist strafbar. Das dürft ihr nicht machen. Und ich würde euch auch empfehlen, auch nicht zu irgendwelchen religiösen Menschen zu gehen, die dann sagen, dass man das austreiben kann. Kann man nicht, das ist eine sexuelle Orientierung, die gehört zu euch, wie eure Augenfarbe auch zu euch gehört, oder keine Ahnung, oder wie euer Gesicht zu euch gehört, wie euer Körper zu euch gehört. Ich lese den Gesetzestext einmal ab, das ist am einfachsten jetzt.
am Menschen durchgeführte Behandlung, die auf Veränderung oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen Geschlechtsidentität gelten, sind strafbar. Das ist übrigens nicht darauf anzuwenden auf sexuelle Präferenzen. Das ist komplett was anderes. Das ist nicht mit einbezogen. Und natürlich auch nicht damit einbezogen sind auch die geschlechtsangleichen Operationen oder auch Hormontherapie. Das ist nicht damit einbezogen. Das ist natürlich absolut erlaubt. Das wurde auch komplett ausgeschlossen von diesem Gesetz. Also man darf sich nicht in die sexuelle Orientierung eines Menschen einmischen, auch nicht in der sexuellen Identität. Da darf man nicht reinfuschen. Ganz wichtig und auch richtig. Man darf das übrigens auch weder bei Minderjährigen noch bei Volljährigen machen. Auch wenn ihr das unbedingt wollen würdet und da irgendwie was unterschreibt, dürft ihr das trotzdem nicht. Die Person, die das dann durchführt, macht sich dann strafbar. Also, das darf man nicht und bitte akzeptiert euch so mit der sexuellen Orientierung, kämpft nicht dagegen an, es ist wichtig, dass ihr es akzeptiert. Außerdem darf man Konversionstherapie weder anbieten, bewerben, vertreiben, alles komplett verboten. Übrigens, die möglichen Folgen, das ist jetzt auch krass, der Therapie, ich verlinke euch alle Quellen davon, ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht, das geht bis zum Freitod von der Person, also so krass können die Folgen davon sein. Ängste, Isolation. Es ist einfach nur krass, was das anrichten kann. Auch natürlich auch Depression. Und ja, in Folge von Depression ist halt leider der Freitod auch eine Sache, die leider sehr oft passieren kann. Und ja, deshalb, es muss unbedingt unterbunden werden. Und das Gesetz ist richtig wichtig. Schade, dass es erst seit 2020 so war. Und davor war das noch irgendwie erlaubt. Ich kann nicht verstehen, warum das überhaupt mal erlaubt war in Deutschland oder generell. Ja, ich musste euch unbedingt davon erzählen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen und ihr konntet das Video trotzdem irgendwie genießen. Diesmal einfach nur informativ, kein Unterhaltungsvideo, einfach nur absolut Informationen, die wichtig sind, dass es immer mehr Leute wissen. Bitte teilt das Video mit euren Freunden. Bitte gebt dem Video einen Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar für einen Algorithmus. Das würde mich sehr freuen. Weil es ist so wichtig, darüber aufzuklären. Ja. Euch auf jeden Fall trotzdem einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video, eure Anna. Haut rein. Ciao.